Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sengoku Dynasty. Im alten Japan spielen wir im Prinzip den Dorfvorsteher. Und im letzten Video haben wir ja zwei Lager gebaut. Einmal das Lebensmittellager und einmal das normale Lager. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch unbedingt so ein Wasserlager bauen soll. Aber wir gucken erstmal in die Folge rein. Ja? Ich wünsche euch viel Spaß und damit let's go. Ich glaube, ich würde erstmal noch ein Wohnhaus bauen. Damit wir im Prinzip, damit wir Platz haben, wenn jetzt wirklich jemand Neues kommen würde. Darum gehe ich jetzt erstmal auf meinen Bauhammer und weiß nicht mehr, wie ich das mache. Doch, hier. Hahaha, sehr gut. So. Das ist halbwegs parallel zum anderen Haus. Sieht ganz gut aus, ne? Schön. Brauchen wir natürlich wieder viele Holzstämme. Ja, dieser Wald ist auch schon krass zurückgegangen, ne? Also ich habe hier ganz schön viel Holz gefarmt. Oh. Unsere Axt ist schon wieder kaputt. Kein Problem. Diese kleinen Bäume helfen uns nicht. Wir müssen die großen fällen. Übrigens habe ich im letzten Mad Eagle Dynasty Video vergessen anzusprechen. Am Samstag, den 2.3. Der 2. Ja. Am Samstag, den 2.3. Also eigentlich kommt ja dieses Video am Freitag raus. Also morgen. Morgen Abend um 19 Uhr gibt es auf meinem Twitch-Kanal einen Horrorstream. Wir spielen ein Horrorspiel. Ich weiß noch nicht, wie ich das vertrage. Ich habe noch nie so ein Horrorgame wirklich gezockt. Deswegen wird es wohl, glaube ich, sehr interessant zum Zuschauen. Und der Link für meinen Twitch-Kanal ist in der Videobeschreibung. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich freuen. So, ich mache gleich mal Bretter in weiser Voraussicht, dass wir Bretter brauchen. Für die Hütte. Was wir natürlich auch machen können, die ganze Zeit schon, ist eigentlich diese Häuser abzubauen. Ach, Mann. Ja, beim nächsten Mal. Okay, jetzt habe ich kein Material mehr. Jetzt fangen wir an, die Häuser abzubauen. Holzkohle und Stock kriegen wir da raus. Und zum Schluss dann nochmal Bretter. Ja, geil. Habe ich schon wieder meine Axt gewastet? Jetzt brauchen wir Steine. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Das ist natürlich auch, jetzt fragen sich natürlich auch einige, hey Dax, warum baust du im Prinzip das eine Haus direkt neben das andere Haus? Dann sage ich, wir sind in Japan. Wir sind in Japan. Sowas wie Personal Space gibt es hier nicht. Ich habe schon wieder Stufe des Handwerkers erreicht. Geht jetzt Schlag auf Schlag hier. Okay, wir brauchen noch ein paar Bretter und ein paar Steine. Für Bretter baue ich jetzt erstmal noch ein paar Sachen ab hier. Also Steine gibt es hier auch, also aber die sind halt krass unterschiedlich groß, ne? Finde ich irgendwie realistischer als ein Mad Eagle, weil es gibt so solche mittleren Brocken. Es gibt so ganz kleine. Finde ich gerade keinen. Aber es gibt sehr, sehr viel unterschiedliche Modelle an Steinen. Und es gibt so richtig große, ne? So richtig, richtig große sind natürlich mit der Spitzhacke abzubauen, aber es gibt noch so ein Zwischending. Okay, Haus fertig. Ach nee, noch nicht fertig. Wir brauchen noch zwei Bretter. Okay, sehr gut. Dann haben wir das zweite Haus fertig. Und es ist wirklich schön gerade geworden. Top. Es ist gar nicht so einfach in diesem Spiel. Also ich musste im Prinzip das Fundament hier direkt so drüber setzen, über das andere, sodass es passt auf jeder Ecke. Sodass ich auch weiß, ich stehe mittig.
Und dann bin ich rübergegangen und hab's hier platziert. Das war nicht so einfach. Sag ich euch gleich. Ich hoffe, dass ich hier irgendwann auch Straßen bauen kann. So richtig schöner. Ich würde mal die nächste Quest machen. Quests sind ja sehr wichtig in diesem Spiel. Haben wir ja mitbekommen. So. Das heißt, hier in 70 Meter Entfernung ist da drüben irgendwo ein Questgeber. Hier unter den Kirschbäumen. Kann man das einsammeln? Nö. Aber es sieht hier wirklich sehr, sehr schön aus. Sehr, sehr schön. Oh, das ist schon ein größeres Haus, ne? Bei einem einsmal, was nicht verbrannt ist. Könnte den hier krass berauben, ne? Aber ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Deswegen würde ich es erstmal nicht machen. Oh, guck mal, so ein kleiner Gebetstempel ist ja auch drin. Also so ein Gebetsplatz. Schön. Wirklich teilweise mit Liebe designt. Und teilweise auch nicht. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Tioma ist, glaube ich, die Priesterin hier im Dorf, ne? Ich bin auf der Suche nach etwas zu tun. Du solltest dich an Manta wenden. Manta. An Martha. Sie braucht immer noch mehr Kräuter. Okay, ich habe gehört, du könntest Hilfe brauchen. Der Schrein ist leer, niemand besucht ihn mehr. Die Hungersnot hat alle Glauben gemacht, die Göttin Inari hätte sie verlassen. Inari schickt uns Füchse, um unsere Ernte zu beschützen. Doch was können Füchse tun, wenn Menschen die Felder niederbrennen? Ich könnte der Göttin ein Opfer darbringen, vielleicht folgen andere meinem Beispiel. Finde ein Ei und koche es an einem Lagerfeuer. Die Zeiten sind hart, also wird das fürs Erste genügen. Wo kann ich eins finden? Ich glaube, ich habe Krähennester auf den Felsen gesehen, die man vom Weg aus der Stadt heraus aussehen kann. Okay, okay. Ist jetzt markiert. Was heißt das hier alles? Questziel. Verfolgtes Ziel. Flüchtiger. Können wir die Leute, die hier im Dorf leben, einfach zum Dorf einladen? Also die hier, die da gerade so rumlaufen. Wartet. Das ist ein Flüchtiger? Muss gehen, wir sprechen uns später. Ach nö. Okay, also ich habe keine Dialogoptionen, den irgendwie einzuladen. Und warum sind das also nur Frauen? Hallo, ich will mit dir sprechen. Achso, das ist Akko. Wie gefällt dir dein neues Zuhause? Als ich dort lag am Strand, da dachte ich, das wäre das Ende, nicht der Anfang. Also danke, lass uns diesen Ort zusammen wieder aufbauen. Okay, also wir sollen ein Ei kochen. Ach so, dieses Zeichen ist der... Player Village 1. Kann ich das auch irgendwie ändern, dass das nicht Player Village 1 heißt? Egal, komm. Wir kochen jetzt ein Ei. Dazu nehmen wir... 5 Eier. Und jetzt kochen wir ein Ei. Und wir machen gleich. Was ist das? Ändern? Achso. Da brauche ich einen Kochtopf für. Lass uns gleich mal mehrere Eier kochen. Ich wollte das jetzt ausprobieren, um zu sehen, wie das jetzt läuft mit diesem
Cheat, den ich aktiviert habe. Aber irgendwie weiß ich nicht, was der aktiviert. Ich dachte, ich koche jetzt einmal diesen Umkreis und ich habe 4 Eier. Diese Mettigel auch der Fall ist. Naja, egal. Wartet mal, ich muss mal die Quest verfolgen. Der stille Tribut. Verwende das gekochte Ei, um Inari ein Opfer darzubringen. Muss ich denn da hin? Verfolgt das Ziel. Ach, da oben hin, okay. Baustelle, eine kleine Brücke entdeckt. Okay. Also hier sollen wir eine kleine Brücke bauen. Kein Problem. Hoffe ich. Aber ich baue erstmal, ich gehe erstmal zum Tempel. Was ist das? Fälle mit beliebiger Axt. Bambus. Das ist schon mal schön, dass der nicht umfällt, sondern einfach ins Inventar übergeht. Also Ausdauermanagement ist auch ultra schwer in dem Spiel. Ich hätte gern mehr Ausdauer. Kann ich irgendwie auch meinen Charakter pimpen? Nicht wirklich, ne? Hier unten ist meine Monete. Ich habe nichts, natürlich. Natürlich habe ich nichts. Handwerker. Jetzt schalten eine Boni 3. Effizienter Handwerker, Herstellungszeit minus 15%. Das Baumfällen ist dem Fleisch und Blut übergegangen. Deine Axtschläge sind wirkvoller und du brauchst weniger von ihnen, um meinen Baum zu fällen. Bonus freischalten. Ja. Herstellungszeit minus 15% Handwerker. Schalten wir auch mal frei. Und fester Griff. Ausdauerverbrauch beim Werkzeug. Gebrauch minus 20. Ah, das ist gut. Nehme ich auch mal. Okay, jetzt haben wir die Boni freigeschaltet. Hier haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Anführer haben wir einen Bonus, ne? Einkaufspreise sind nur 5% besser. Du bist beinahe selbst schon zum Händler geworden. Durch geschicktes Feilschen und Anpreisen deiner Waren erzielst du höhere Verkaufspreise. Ich nehme erstmal die Einkaufspreise. Weiß zwar nicht, was das jetzt... Also, wir können ja hier unten anscheinend mehr freischalten. Und wann kommt da was dazu? Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Gibt es Füchse? Gibt es ja auch Tiere, die einen angreifen? Oh, hier komme ich nicht hoch. Das sehe ich schon. Also ich habe jetzt nicht so viel Angst vor Füchsen. Aber vielleicht gibt es hier so Wildschweine, Bären, Wölfe. Was gibt es denn alles im alten Japan? Gibt es da so krasse Viecher? Also hier scheint der Tempel zu sein. Inari-Schrein. Kami-Schrein und Segen. Spiritualität ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens im Nata-Tal. Lasse Tori dir den Weg zum Shinto-Schrein verschiedener Kami weisen. Sie können dir vorübergehende besondere Kräfte verleihen, die als Segen bezeichnet werden. Um einen Segen zu erhalten, musst du ein Opfer darbringen, das zu entsprechenden Kami passt. Lege dafür eine Opfergabe auf dem Altar des Schreins ab. Im Gegenzug erhältst du einen Erfahrungspunkt auf dem Weg des Mönchs und für 5 Minuten kannst du einen besonderen Segen genießen. Je etwas schnellere Sprinten, je mehr Schreine desselben Kami du entdeckst, umso stärker wird der Wirkung des Segens. Wird die Wirkung des Segens. Okay. Hat sie ihn
Okay, das war keine Cutscene, das war einfach nur so ein. So ein Präsentationsbild. Schrein ist geöffnet. Bringe gekochtes Ei als Opfer. Sprich mit Chioma. Okay, habe ich jetzt schon einen Punkt in Mönch bekommen? Ja. Glaube ich. Glaube ich, sprinte schneller. Kann das sein? Fire Damage gibt es. Getestet. Für euch, damit ihr es nicht machen müsst. Ui. Hier werden wir gleich nochmal ein paar Eier sammeln, ne? Damit wir gleich das wieder reinholen, was wir investiert haben. Was sind das für gelbe Blumen? Kann man die einsammeln? Gelbe Chrysanthene. Was mache ich damit? Die Blüte einer essbaren Pflanze, die in der Küche als Arznei Verwendung findet. Okay, also können wir das einsammeln. Ist auf jeden Fall ein Crab. Brauchen wir. Ich habe die Opfergabe dargebracht. Inari ist zufrieden, du hast deinen Segen erhalten. Es mag nur eine Kleinigkeit sein, nur ein gekochtes Ei, doch du hast etwas getan, das die meisten hier vergessen haben. Es sind nicht sie, es ist ein Fremder, der von ihnen gesegnet wurde und ich halte mich an ihr Urteil. Okay. Können wir jetzt noch was bei ihr machen? Nee, sie hat kein Quest mehr, ne? Keine Quest mehr für uns. Ich würde gerne mal gucken, was ich da für Ressourcen brauche, um die Brücke zu repairen. Ob das überhaupt schon möglich ist, aber ich denke schon. Wie mache ich das? Spezialprojekte. Du wirst in der Welt auf verschiedene Spezialprojekte stoßen. Sie stehen stellvertretend für Transport, Produktion und spirituelle Infrastruktur im Nata-Tal. Sie zu vollenden erfordert Mühe, doch diese wird belohnt. Deine Dynastie-Legendenstufe wird sich erhöhen und mitunter eröffnen sich dir andere Belohnungen wie Hauptvorkommen seltener Rohstoffe. Errichte ein Spezialprojekt, eine Spezialprojektwerkstatt, um mit dem Bauprozess zu beginnen. Einfache Bauwerke in der Nähe des Hinweisschildes Schemata für Spezialprojekte werden im Verlauf der Hauptquest freigeschaltet. Okay. Bei Abschluss wird die Brücke wiederhergestellt und deine Dynastie-Legendenstufe steigt. Errichte eine Spezialprojektwerkstatt. Einfache Bauwerke Schema wird mit Fortschritt Schema wird mit Fortschritt der Hauptquest freigeschaltet. In der Nähe, um mit dem Bau zu beginnen. Alter, ist das ein Satz? Das ist ja ein Satz. Okay, also ich würde jetzt mal behaupten, dass ich das Ding noch nicht bauen kann. Auf Bauwerke? Nö. Also ich finde es einfach nicht unter den Bauwerken, die ich bauen kann. So, ich muss zurück. Ich muss zurück, denn es dunkelt sehr. Okay. Nächster Morgen. Es ist trotzdem noch dunkel. Ja, warum stehe ich hier mal mitten in der Nacht auf? Kann ich nochmal schlafen? Ja, nochmal 8 Stunden. Boah, so. Ich werde jetzt erstmal ein gekochtes Ei essen. Was gar nicht so viel bringt. Aber ich habe nochmal 5 Eier. Dann koche ich die auch nochmal. Nee, warte mal, ich muss... Warum kann ich nicht mehr als 1 kochen? Doch noch Eier.
so, mir fehlt ein Stein. Was soll ich denn? Warum gehört zu dem Rezept ein Stein? Und vor allem, warum verbrauche ich dafür? Also, ich verbrauche immer wieder einen Stein, um ein gekochtes Ei zu machen. Warum? Ist das dunkel, ey. Vielleicht ist dieser Sheet, den ich aktiviert habe mit schneller Bauen, einfach, dass diese Zeit schneller rumgeht. Wisst ihr, was ich meine? Okay, jetzt sind wir wieder voll. Schön. Jetzt sollen wir mit Kengyo, einem Yasamurai, keine Ahnung, irgendwie sowas. Kann ich auch irgendwie eine Fackel craften? Da ist eine Fackel. Ja. Mir zu dunkel hier. Was ist das? Kann ich es looten? Ein Eisenmesser. Jagen. Versorge dich und deine Gemeinschaft mit Nahrung, indem du mit Hilfe eines Speers oder Bogen Jagd auf Hasen, Wildschweine oder Rehe machst. Halte in der Wildnis nach Tieren Ausschau und nähere dich vorsichtig. Geduckt kannst du dich näher anschleichen, vor allem wenn du dich von hinten näherst. Der Speer kann geworfen oder im Falle eines aggressiven Gegners, ach so, das gibt's auch, okay, als Nahkampfwaffe verwendet werden. Denke außerdem daran, Ersatz dabei zu haben, falls du nicht treffen solltest und das dein einziger Speer nicht ausreicht. Öl? Nehmen wir auch mal. Ich kann auch mit F einfach alles nehmen. Ich hätte gerne den Kochtopf. So, es ist hell genug. Ich mache die Fackel wieder aus. Aber anscheinend gibt es ja auch so Loot, den man sich holen kann. Ich bin ja auch nicht sicher, ob es Stehlen gibt. Weil irgendwie kann ich ja auch meine Dorfbewohner ausrauben. Würde ich jetzt erstmal von absehen. So arm sind wir da noch nicht. Das Gras kann man ernten. Okay. Gibt es viel Bambus? Naja, hier ist eine Hütte. Und da ist der Typ. Ach so, das sind so Ziele. Okay. Ja, theoretisch könnte ich den ja jetzt hier etwas wegnehmen, wenn ich finden würde, wo er das lagert. Nee. Ach hier. Federn. Ich will die extra haben. Habe ich nicht eben gerade gesagt, ich würde davon absehen? Und jetzt klaue ich um mein Leben? So, wir sprechen mal mit ihm. Krieger. Was willst du von mir? Toshi hat mir gesagt, du könntest Hilfe gebrauchen. Ich brauche von niemandem Hilfe. Und gerade habe ich sowieso genug mit dem verdammten Kind zu tun. Was für ein Kind? Hier ist doch niemand. Ein verdammtes Weichei. Das ist der. Ikomatsu habe ihm gesagt, er soll in den Wald gehen und das Jagen üben. Lässt sich jetzt schon wieder ewig Zeit. Wo ist er? Wahrscheinlich versteckt er sich in den Hügeln hinter der Jagdhütte und jammert. Wie lange ist er schon weg? Lang genug. Und wie ich sehe, ist er nicht der Einzige, der meine Zeit verschwendet. Mach's gut. Okay, alles klar. Dann schauen wir mal nach dem Kind. Oh, ich würde hier gerne erstmal hoch. Also seinen krassen Wachturm hier. Da ist er. Ein Kind? Ja, tatsächlich, der ist Lehrling. Okay. Hallo. Kengyo hat mir verraten, dass er dir eine Aufgabe gegeben hat. Ja, er hat mir aufgetragen, etwas zu jagen und ihm 3 Stück gebratenes Fleisch zu bringen. Das härtet mich ab, hat er gesagt. Es ist wirklich schwer. Du wirkst aufgelöst. Ich weiß, ich sollte mutig sein, aber als mein Vater noch gelebt hat, hat er mir immer gesagt, dass es ist falsch, Tiere zu töten. Es ist dumm, ich weiß. Hör zu, Kleiner, vielleicht kann ich das Ganze für dich übernehmen. Du würdest? Danke, glaube ich. Scheinbar schafft Kengyo das alles mit bloßen Händen.
Er hat mir jedenfalls weder Speer noch Messer gegeben. Wo finde ich etwas zu jagen? Es gibt viele Hasen, aber sie sind klein und flink. Und an ihnen ist nicht viel Fleisch. Also suchst du vielleicht nach einem Reh, aber bitte sag mir nicht, für was du dich entschieden hast. Ich will es nicht wissen. Ich habe dir ein Messer und ein Speer. Also. Ah, hier, guck mal, den kann ich herstellen. Ein Messer habe ich schon. So. Jetzt soll ich was jagen. Speer auf die 5. Und los geht's. Achso, warte mal. Wir haben ja ein Eisenmesser, ne? Das packe ich mal auf die 6. Wir haben ja schon krassen Loot gefunden. Vielleicht sollte ich auch mehr als ein Speer dabei haben. Dann ist ein Hase. So, jetzt Ruhe. Jage. Das ist auch ein Hase. Erwischt. Ey, geil, mit der Flugbahn und so. Ich bin ja begeistert. Zwei Fleisch erhalten. Verschwindet der Hase auch noch? Der sieht jetzt nicht gehäutet aus, aber... Vorne ist noch ein Hase. Da ist er. Den kriege ich jetzt. Erwischt. Erwischt. Ist jetzt mein Speer weg? Da ist noch ein Hase. Das Jagen ist wirklich einfach. Ist wirklich sehr, sehr einfach. Hätte ich nicht gedacht. Weil du brauchst ja einfach nur vernünftig zielen. Und dann triffst du so einen Hasen aus 20 Meter Entfernung. Ins Auge. Du brauchst ja nicht mal nah ran. Einfach nur gut zielen. Und treffen. Guck immer so ein bisschen dran. Ich versuche immer dran vorbeizugucken. Merkt ihr das? Das ist dumm. Okay, wir haben ziemlich viel... Fleisch. Ich gucke gleich mal. Einfache Bauwerke. Lagerfeuer. Brauchen wir 4 Steine für. Oh, was ein Zufall. Hier sind Steine. Lagerfeuer. Singen das Lagerfeuerlied. So. Kochen. Gebratenes Fleisch. Stellen wir mal 13 her. Das geht ja ziemlich schnell. Ich glaube, das ist das, was ich aktiviert habe, ne? Dass das ziemlich schnell geht. Ich hoffe. Also ich hoffe, dass es bei komplexeren Materialien auch so schnell geht. So, jetzt müssen wir den Typen suchen. Der eigentlich jagen gehen sollte. Und dem das Fleisch geben. Hier, ich habe das Fleisch gebraten. Danke, ich werde es gleich abliefern. Moment, warte einen Moment. Hast du heute schon gegessen? Mach dir keine Sorgen um mich. Seit meine Eltern gestorben sind, war es nie anders und ich habe mich daran gewöhnt. Ich schaffe ganze 2 Tage ohne zu essen. Weißt du, Kikyo sagt, das zeigt Disziplin. Er sagt, was? Kikyo nutzt dich aus. Isst das Fleisch, das ist du hast es nötig. Vielleicht hast du recht, ich habe mir in letzter Zeit nicht besonders gut gefühlt. So, quatschen wir mal mit ihm. Kikumatsu hat etwas erjagt. Woher willst du das wissen? Und wo ist das Fleisch? Ich habe ihm gesagt, er soll es essen. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie hungrig er war? Das ist sein Problem, nicht meins. Seine Eltern sind tot und die kleine Rotznase muss lernen, alleine klarzukommen. Er ist noch ein Kind. Du bist für ihn verantwortlich.
Oha, der abgerissene Flüchtling will mir erzählen, oha, wie ich meine Schüler zu behandeln habe. Besten Dank für die Lehrstunde, ich komme gut ohne sie klar. Ich weiß, was hier vor sich geht, du gibst dich, als wärst du was Besseres, weil du hoffst, dass die anderen sich davon beeindrucken lassen, wie fürsorglich und barmherzig du bist. Na dann, viel Glück damit, manche kaufen dir diesen Mist bestimmt sogar ab, aber ich durchschaue dich, hau ab, bevor ich wütend werde. Okay. Und hör auf, hier herumzuschnüffeln. Wenn ich sehe, dass du hier einen soliden Außenposten wie meinen errichtest, kannst du was erleben. Ja, jetzt gehen sie mir aus dem Weg. Ich habe andere Sachen noch zu tun. Was fällt ihm eigentlich ein? Da. Hier sind so viele Hasen aus seinem Außenposten rausgelaufen. Was ist das hier für Pilze? Die sehen auf jeden Fall nicht essbar aus. Sehen aus wie Fliegenpilze. Steht zwar was anderes dran, aber in Japan heißt ja alles anders. Disteln heißen... wie ist das? Gojo oder so? Keine Ahnung. Ich hab's doch im Inventar, oder? Nee. Leider nicht. Ich hab einfaches Fischgericht. Wo hab ich das denn her? Auf jeden Fall hat mir dieser Ausflug gezeigt, wie einfach es ist, in diesem Spiel wirklich tatsächlich jagen zu gehen. Das ist ganz gut. Also ist auf jeden Fall einfacher als in Mad Eagle, würde ich jetzt mal behaupten. So, mit ihnen müssen wir jetzt hier nochmal quatschen. Ich habe den Nachbarn geholfen. Ja. Ich weiß, dein Name ist in aller Munde. Ich habe Miko zu mir geholfen. Hast du von ihr gehört? Chioma hat mir alles erzählt. Hat allen erzählt, wie du die Schreingöttin geehrt hast. Es war nur ein gekochtes Ei, kein großes Opfer. Es war mehr, als die meisten hier tun würden. Manche haben sich sogar dafür geschämt, wie sehr sie Inari vernachlässigt haben, als sie von ihr gehört haben. Als sie von dir gehört haben. Ich bin Kengyo begegnet, hat er etwas erwähnt? Nun, er wird erst einmal nicht gut auf dich zu sprechen sein, aber alle anderen sind der Meinung, es war mutig von dir, dich für den Jungen einzusetzen. Er war hungrig und hatte Angst, ich musste ihm einfach helfen. Manche würden sagen, du warst ungerecht Kengyo gegenüber, aber ich sage, der alte Narr hat es verdient. Entschuldige die Ausdrucksweise. Hat Matsumaru irgendwas erwähnt? Ja, die Sache mit dem alten Hikobai Matsumaru ist ein ziemliches Plappermaul. Er hat allen erzählt, was du getan hast. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das Richtige getan habe. Der Alte leidet, aber er lebt noch. Seine Familie wird dafür dankbar sein. Sie werden auf dich zukommen und Matsumaru auch. Es war eine schwere Entscheidung, aber du hattest den Mut, sie zu treffen. Das ist es, was ein Anführer ausmacht. Denkst du, ich kann mich jetzt auf die Unterstützung der Leute hier verlassen? Das denke ich. Ich kenne sogar jemanden, der sich gerne deinem Dorf anschließen würde. Wen? Meine Schwester Sayuri. Schon wieder eine Frau. Sie ist von deinen Plänen begeistert. Der alte Sasogi hat ihr viel bedeutet und sie wünscht sich, es wieder auferstehen zu sehen. Sprich mit ihr. Hoffentlich könnte das der Anfang des neuen Sosogi sein. Okay. Das ist die da vorne. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen, denn ich sage jetzt erstmal Tschüss und Ciao. Das war's mit dieser Folge. Sengoku Dynasty hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht. Den Like unter das Video und vielleicht auch einen Kommentar zu schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.